In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi, ihr Lieben, wie man sieht, bin ich noch schwanger. Ich wollte euch mal kurz unseren Einkauf zeigen. Ich war ja gestern bei meiner Mama. Also ich habe da geschlafen, aber der hat uns gerade eben nach Hause gefahren. Wir waren auch vorher kurz essen zusammen und waren dann das trinken. Ja, ich zeige euch mal kurz, was wir gekauft haben. Und zwar einmal für Lina ein Eier mit Kinderüberraschungseier. Hier ist eins rausgefallen. Dann zweimal Sonnenblumenkeller. Wir haben die letztens gekauft, die sind aber jetzt leer. Dann zweimal volles Rohr. Eins habe ich jetzt bei Auto im Auto gelassen, der liebt das. Dann mein Lieblings-Glasreiniger von Desti. Ihr wisst, ich schwöre auf die Produkte von denen. Die kriegt ihr beim Türken und es gibt die jetzt auch beim Seemann. Habe ich gelesen. Dann für Linas Geburtstag habe ich bei Toys R Us gestern dreimal einen Ölsateller gekauft. Dann die passende Tischdecke. Ich hoffe, die passt auf den Tisch. Aber ich denke schon 120 mal 180. Dann Milchschnitte. Also es war eher so ein... Ich habe Lust drauf einkaufen. Da haben wir gestern auch einen Maulwurfkuchen gebacken bei meiner Mama. Dann so, ihr Lieben, mein Akku war gerade leer. Ich wollte euch noch den Rest zeigen. Also erstmal zeige ich euch die H&M-Bestellung für Linas Geburtstag. Und zwar habe ich für Lia einmal das hier bestellt. Total süß, oder? Ja, das kann sie dann anziehen mit einer Strumpfhose oder so. Für Lina habe ich einfach ein Kleid bestellt. Das hat auch nicht viel gekostet. Ich glaube 15 Euro in der Größe 104. Dazu muss ich aber auf jeden Fall ein Bolero kaufen, weil das dann zu kalt wird. Dazu hat sie dann diesen Haarreifen bekommen. Da waren auch noch drei Spangen dabei. Die andere Spange hatte sie jetzt gestern an. Krass, wie das leuchtet. Dann Bananen. Habe ich Waffeln gekauft. Oh, zweimal Frischkäse und für meinen Schatz Kaffee. Ja, aber dann braucht ihr übrigens immer noch nicht. Und zuletzt hat Lina noch diese Ballerina bekommen. Die sind ein bisschen zu groß. Aber sie wird die eh nur am Anfang anziehen und danach kriegt sie ihre Hausschuhe an oder läuft mit den Socken rum im Indoor-Spielplatz. Macht sie immer. Wir feiern hier im Indoor-Spielplatz für die, die das noch nicht mitbekommen haben. Weil ich werde mir den Stress nicht machen dieses Jahr. Und in dieser Wohnung kann ich eh keinen Geburtstag feiern, weil wir keinen großen Tisch mehr haben. Und der Dreck danach, ne, das tue ich mir nicht an nach der Geburt. Übrigens haben wir heute unsere Bilder bekommen, also nicht Bilder, sondern unsere Erinnerung, dass die noch unsere Bilder haben von unserem Standesamttermin. Also wenn ihr daran Interesse habt, wir wollten die nämlich bestellen. Die sind jetzt, da hat die CD 160 Euro gekostet damals und ich meinte damals, das ist mir zu viel. Jetzt haben die uns nochmal geschrieben, dass die ganzen Bilder auf CD 116 kosten und wir werden das jetzt sofort bestellen, nächste Woche. Ja, wenn ihr Interesse dran habt, dann würden wir auch ein Standesamt-Video hochladen. Also mit den Fotos. Da war Lina noch so klein und ich sehe so kaputt und fertig aus. Das war ja direkt 6 Tage nach der Geburt. Stellt euch vor, da war ich echt kaputt, richtig kaputt. Naja, ich gehe jetzt kurz duschen, während Lina schläft und melde mich dann gleich wieder.
So, ihr Lieben, Lina ist mittlerweile wach. Ich habe geduscht, also nicht geduscht, habe mich in die Wanne gelegt. Soll ja wehenfördernd sein, aber solange das Kind natürlich nicht bereit ist, fördert es auch keine Wehen, ne? Ja, Lina hat Durchfall seit 2 Tagen. Ich habe sie jetzt umgezogen. Die ist aber noch ganz frisch. Banane. So, bitte schön, Schatz. Halt die Banane hier back, sonst können wir morgen nicht ins Kinderspielplatz. Ne? Wenn du Durchfall hast, können wir nicht dahin. Und wenn du Bauchschmerzen hast, können wir auch nicht dahin. Ja, ich esse meine Banane, Schatzi. Ich habe doch auch eine Banane. Hallo ihr Lieben, wir wollten heute, übrigens Lia kommt in einer Woche angeblich, davon ist aber noch nichts zu spüren, also ich habe keine Schwangerschaftsanzeichen oder so, Geburtsanzeichen. Ja, jetzt warte ich auf Lina und Audel. Die sind kurz Müll wegschmeißen. Danach wollten wir, glaube ich, zuerst zur Apotheke, dann was essen gehen und dann ins Indoor-Spielplatz in Weiden. Wir fahren ja immer nach Ports, aber dieses Mal wollten wir woanders hin. Ja, ich habe schon das Auto angemacht, weil mir ist kalt. Ich habe Wadenschmerzen und sonst geht es mir ganz gut. Ich habe so ein Gefühl, dass Lia wieder schräg liegt, also quer. Ja. Einfach abwarten. Ich habe echt keinen Bock mehr. Also ich denke mir, auch wenn es jetzt ein Kaiserschnitt wird, soll es werden. Hauptsache, sie ist gesund auf der Welt. Ich glaube, man macht sich viel zu viel Kopf. Was auch normal, ja, da bewegst du dich, ne? Man macht sich viel zu viel Kopf, aber im Endeffekt kommt es sowieso, ne, wie es nie geplant ist. Und ich glaube, wenn das Kind dann was hat bei der Geburt, um Gottes Willen, hoffentlich passiert sowas nicht, aber dann ist das alles Nebensache, ob es jetzt ein Kaiserschnitt war, eine beckenentlange Geburt oder eine normale Geburt. Deswegen soll sie so kommen, wie es geschrieben ist und gut ist. Übrigens hat Lina immer noch Durchfall, deswegen müssen wir in... Also, ich wollte jetzt das gegen Durchfall und was gegen Flüssigkeitsmangel. Sie trinkt zwar viel, aber... Lieber ein bisschen mehr da haben als zu wenig. Das sind die auch. Oh, ich musste gestern so heulen. Ich dachte mir so, Lina muss 3 Tage bei meiner Mutter bleiben. Das wird schwer für mich, das erste Mal. Ah. Naja. Oh, ich hoffe, die Geburt geht schnell. Dann ist sie ja trotzdem bei uns. Ist schon kalt, ne? Es geht so kalt, es ist eine Müll, Papa, Müll, da, ja. Hat Papa Müll weggeschmissen? Papa Müll! Wasser. Papa Müll! Ja, ich hab Müll weggeschmissen. Ja? Papa Müll! Ja, schön habt ihr das gemacht. Papa Müll! Ja? Schatz, sollen wir lieber zuerst zur Apotheke fahren? Ey, Weiden ist voll weit weg von hier, ne? Klar. Und du sagst, das ist näher. Guten Morgen, ihr Lieben. Oh. Ja, heute ist schon der nächste Tag. Ich habe gestern ehrlich gesagt nicht mehr gefilmt. Ich weiß auch nicht warum. Wir waren im Indoor-Spielplatz. Wir haben die Taschen ehrlich gesagt im Auto gelassen, also die Handys. Also mein Handy war bei mir, aber auch das Handy und so haben wir in der Tasche gelassen. Falls was sein sollte, muss man immer ein Handy bereit haben. Ja, danach waren wir noch Pizza kaufen. Was denn? Was willst du? Pizza. Ja, Pizza haben wir nicht mehr. Hättest du gestern mitgegessen, Schatz? Tschüss. Hier haben wir Äpfel. Oh mein Gott.
Da ist nichts mehr. Willst du? Ja, das ist. Dann waren wir noch vorher bei der Apotheke, habe ich euch hier erzählt. Da haben wir jetzt einmal Trockenhefe mitgenommen, das hier. Hat sie aber nicht eingenommen. Ich warte jetzt ehrlich gesagt auch, ob sie jetzt nochmal Durchfall hat oder nicht. Bis jetzt hat sie noch nichts gehabt. Und einmal. Was denn, Schatz? Das ist kein Eistee, Schatz. Das kannst du auch nicht essen. Das ist, wenn du Bauchauer hast. Wenn dein Bauchauer ist. Okay? Ja. Ja, das ist Adje. Nein, ist nicht Adje. Ja, dann wollten einige meinen Koffer sehen. Mein Bauch wird momentan sehr oft hart. Ist aber normal, ne? Es sind ja nur noch 6 Tage bis zur eigentlichen Geburt. Ja, Audrey hat heute Morgen Frühstück vorbereitet. Wir sind auch schon früh wach. Eigentlich stehen wir immer so um 8.30 Uhr auf. Aber dieses Mal hat Lina uns um 7.30 Uhr geweckt. Lina ist auch gestern sehr früh eingeschlafen. Total komisch. Sie sagt eigentlich nie zu mir an, ihr Schlafen. Aber sie ist gestern um 19 Uhr eingeschlafen. Und hat auch bis 7.30 Uhr dann durchgeschlafen. Man merkt, ich kriege kaum Luft. Also mein Koffer ist komplett verpackt. Da fehlt auch nichts mehr. Aber Linas Koffer musste ich jetzt ein paar Mal auspacken und einpacken, weil sie halt windelfrei geworden ist und ich dann die Hosen gebraucht habe. Ich zeig mal, was in meinem Koffer ist. Ganz grob. Also ich habe natürlich unsere Urkunde, dass wir verheiratet sind. Und dann sehe ich gerade, hier haben wir Süßigkeiten. Achso, nee, das ist Traubenzucker. Das habe ich hier vorne reingetan. Moment, ich zeige euch mal den Koffer. Unser Bett ist noch nicht aufgeräumt, ne? Nicht wundern. Moment. So. Dann habe ich für Lina auch ein paar Sachen eingepackt. Einmal so eine Hose, 2 Unterhosen. Dann habe ich das bei Primark gekauft. Den muss ich aber heute waschen. Das ist so ein langes also so ein Schlafanzug. Ist jetzt Größe S. Ich hoffe, der passt mir. Das wollte ich zur Geburt anziehen und wenn nicht, dann nach der Geburt. Dann habe ich hier 2 Leggings. 2 T-Shirts für mich. Dann für Lina ein Oberteil, Socken, noch eine Unterhose und ein Unterhemd. Dann habe ich hier ein Handtuch, genau. Ne, hier ein Handtuch und dann ein Badetuch. Dann habe ich Taschentücher mitgenommen. Bei Taschentüchern weiß man ja nie. Ich weiß, da haben die auch welche, aber ich nehme meine mit. Dann habe ich diese Schlappen für 50 Cent bei Kaufland gekauft. Die habe ich mitgenommen. Die schmeiße ich auch direkt da weg. Willst du Äpfel essen? Dann für Lia so eine Jacke. Das war auch von Lina. Dann habe ich für Audrey eine Jogginghose mitgenommen. Ein T-Shirt. Audrey wird hier bei mir sein, hoffentlich. Kriegen wir direkt ein Familienzimmer. Noch eine Unterhose. Die brauche ich aber, denke ich, noch nicht. Das wäre jetzt zu viel. Dann habe ich hier noch einen Anzug für Lina. Das Problem, ich nehme lieber ein bisschen mehr mit, weil ich nicht weiß, wie lange ich im Krankenhaus bleibe. Dann habe ich was für Lina da, falls sie sich dreckig macht. Dann habe ich hier ganz viele Strümpfe, alte Unterhosen. Dann habe ich hier mein Stilltuch. Den kann ich auch wirklich nur empfehlen. Das wisst ihr aber auch. Dann habe ich hier, vielleicht erkennen das jetzt einige von euch, damit habe ich Audrey überrascht, dass ich schwanger bin. Dann habe ich hier 2 Buddies. Und hier nochmal so ein Strampler und noch ein Buddy. Dann habe ich hier Shampoo und Spülung. Achso, hier hat ja Audrey. Sorry. Okay, die Taschentücher kommen weg. Audrey hat hier Kosmetiktücher gekauft. Dann habe ich hier Still-BHs, T-Shirts und Hosen. Das war's auch. Mehr habe ich nicht. Dann habe ich hier. Ich muss mal aufmachen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr alles einpackt, aber für mich war das jetzt das Wichtigste. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wenn ihr denkt, bei mir fehlt noch was. Dann habe ich hier Haargummis,
Zahnpasta, Desinfektionstücher und eine Mundspülung. Mein Lieblingsdeo. Dann habe ich hier zwei Schnuller. Die nehme ich jetzt zur Sicherheit mit. Aber die geben ja da auch Schnuller, glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht mehr. Dann haben wir hier Lias Schnullerkette. Die kennt ihr ja auch mittlerweile. Dann habe ich hier ein Deo für Audash. Zahnbürsten und diese, wie nennt man das nochmal, Kautschukschnuller, ne? Genau. Und das. Also mehr habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil sonst kann ja Audash oder meine Mama das bringen, was ich brauche. Ich habe irgendwie viel mehr für Lina eingepackt als für Lia, habe ich das Gefühl, aber Lina wird ja auch bei uns sein, ne, den ganzen Tag, wenn Lia da ist. Deswegen habe ich lieber ein bisschen mehr da als zu wenig. Ja, das ist auf jeden Fall mein Koffer. Das wollten einige sehen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Aber der meinte, nimm nichts für mich mit, aber ich dachte mir, komm, zur Sicherheit, falls Lia Audel anscheißt oder so. Man weiß ja nie, ne? Dann packe ich mal kurz alles wieder ein. So, ihr Lieben, wir sind jetzt beim Arzt. Also beim Vorarzt, beim CTG. Und dann werden wir nochmal untersucht. Mal schauen, wie Lia liegt. Und dann hoffe ich, dass das der letzte Termin war. Ja, was guckst du da? So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich weiß, es sieht tot aus, aber ich habe geduscht. Lina guckt Vienna. Audel kommt jetzt und bringt Lina was zu essen mit. Also Pommes. Wir haben heute eigentlich gegessen. Audel hat heute gekocht. Und zwar gab es bei uns Nudeln. Ja, wir waren ja beim Arzt, also bei meiner Ärztin jetzt nach 2 Wochen wieder. Weil sie ist jetzt wieder zurück. Sie war im Urlaub. Also nicht im Urlaub, sondern auf dem Seminar. Ja, mein Muttermund ist ein bisschen auf. Also ein ganz kleines Stück. Ich denke jetzt nicht so einen Zentimeter oder so, aber ist ein bisschen auf. Und Elias Kopf ist auch tief. Gott sei Dank. Ja, jetzt kann es jeden Moment losgehen. Ich habe nichts, keine Wehen oder so. Aber wir sind mal gespannt, wann es losgeht. Meine Mutter meinte schon, ich hoffe, sie kommt noch diese Woche. Also dieses Wochenende. Und ja, Audel ist dann ja auch zu Hause. Jetzt am Sonntag ist der Entbindungstermin am 25. eigentlich. Ich bin mal gespannt. Da haben wir einen Termin im Krankenhaus. Moment, Leute. Ganz kurz. Genau, da haben wir einen Termin im Krankenhaus. Und mal schauen, was sie sagen. Mir ist so schlecht. Also heute ging es mir wirklich nicht gut. Meine Mutter hat angerufen, hat gefragt, ob alles okay ist. Und ich habe angefangen zu heulen. Aber ich glaube, das ist einfach nur noch, dass man jetzt so langsam möchte, dass es losgeht. Und ich dachte, Lia hat sich wieder gedreht, weil ihr Popo war hier und jetzt ist der hier irgendwo. Also das heißt, sie ist ein bisschen runtergerutscht. Ich habe auch gemerkt, dass mein Bauch ein bisschen tiefer ist, aber stellt euch mal vor, ihr kriegt jede Woche was anderes gesagt und das macht einen einfach fertig. So, jetzt warten wir auf jeden Fall gespannt auf sie. Lina ist schon am Schimpfen, weil sie endlich ihre Puppe haben möchte. Sie sagt die ganze Zeit, Lia, gell, Puppe. Hatte gerne das Schimpf. Ja, und sie hat, glaube ich, immer noch Durchfall. Ich wechsle jetzt ihre Pampers. Sie sagt vorher, dass sie kacken muss und dann mache ich die Pampers dran. Also mit dem Kacken. Und da sind wir noch nicht so weit. Was denn? Da, soll ich das machen? Ach so, soll ich auf den Schoß nehmen? Warte. Ja, ihr Lieben, genau, ich habe jetzt ihre Pampers gewechselt.
Und also wenn sie Pipi machen muss, dann sagt sie mir Pipi. Also das macht sie nicht in die Hose, aber Kacke halt. Hose, Hose, da, Hose. Hose, da, Hose. Freust du dich auf Lia? Lia kommt bald, ne? Bringt Lia dir eine Puppe mit? Hallo. Hallo. Ne, da hast du so. Was hast? Hast du so. Guck, guck. Da ist Steuerlein. Ja, auf jeden Fall ist sie ist windelfrei, ne? Aber das mit dem Kaka, mit dem Großmachen wird, denke ich mal, noch ein bisschen dauern. So ist das Leben, ne? Jetzt warten wir auf Lia. Aber sie liegt mit dem Kopf nach unten. Also gut, dass ich keine äußere Wendung gemacht habe und keinen geplanten Kaiserschnitt. Ja, ihr Lieben, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange der Vlog geht. Wenn ich merke, der ist zu kurz, dann verbinde ich den nächsten Tag noch mit drauf. Und wenn nicht, dann verabschiede ich mich jetzt.